Gut, Uwe. 2:2 am Ende einer intensiven englischen Woche. Das war von außen ein krasses Spiel, würde ich ehrlich so sagen. Mit einer Phase, in der Haching extrem stark war. Dann einer Phase, in der Fortuna 2:0 führt. Haching macht innerhalb von, keine Ahnung, 6 Minuten Ausgleich. Und trotzdem hat die Fortuna gefühlt die größeren Chancen auf den Sieg. Wie hast du das Spiel, wie hat sich das Spiel von der Bank aus angefühlt? Ja, ich glaube, der eine Faktor ist natürlich der emotionale, bei dem man, glaube ich, noch nicht so richtig weiß, wie man das Spiel und vor allen Dingen das Ergebnis einordnen soll. Das Einzige, was man, wenn man einfach nur auch Fußballfan ist, sagen muss, ist, dass am Ende einer englischen Woche sich hier zwei Mannschaften sich richtig gegeben haben, bis in die letzte Minute hinein. Und ich glaube, in den letzten 15 Minuten irgendwie gefühlt nur permanent Sprints aneinander hingen, obwohl beide Mannschaften eigentlich nicht mehr konnten. Das sagt, glaube ich, eine ganze Menge aus und war vom emotionalen Faktor einfach ein riesen Unterhaltungswert. Rein nüchtern betrachtet ist es mit Sicherheit so, dass es unterschiedliche Phasen gab. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wir bis zum 1:0 von uns überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen haben. Wir wussten, dass unter Haching über eine sehr schwer zu bespielende Ballzirkulation verfügt, dass die den Ball unheimlich gut und schnell laufen lassen, von hinten heraus kaum einen Ball nach vorne schlagen, also nur schnelle, quirlige Spieler haben, sehr ballsichere Spieler haben. Ich habe vorher die Mannschaft auch darauf aufmerksam gemacht, dass unter Haching ja überhaupt nicht mehr weiß, wie fühlt sich überhaupt eine Heimniederlage an. Die haben in der gesamten Regionalliga-Saison alles weggehauen zu Hause, haben jetzt Karlsruhe geschlagen, haben damals in der Relegation Elversberg hier zu Hause 3:0 souverän geschlagen und damit den Grundstein für den Aufstieg gelegt. Insofern haben die schon auch ein unheimliches Selbstverständnis in ihrem Spiel, wenn sie hier zu Hause spielen. Und da haben wir natürlich in der ersten Halbzeit das Riesenproblem gehabt, dass wir den Gegner pressen wollten. Aber anders als in den Spielen beispielsweise gegen Aalen oder gegen Osnabrück, haben wir alles immer nachziehend gemacht, ne? Und immer nur auf die Laufwege und Pässe des Gegners reagiert, sind nicht so gut vorausgeahnt, haben kaum Ballgewinne dadurch gehabt. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, da brauchten wir einen überragenden Torwart und sehr, sehr viel Glück auch bei den Abschlüssen der Haringer, vor allen Dingen bei den beiden Aluminiumtreffern. Sonst wäre man in Rückstand geraten. Und ich glaube, mit den Anstrengungen der letzten Tage, dieser sehr, sehr kurzen Regenerationszeit, wäre es, glaube ich, mit einem Rückstand sehr schwierig gewesen, hier zurückzukommen. So waren wir mit einem richtig geilen Tor von Keita einzeln in Führung. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. In der Anfangsphase rennen wir hinterher, kriegen es dann irgendwann in den Griff, machen das zweite Tor. Und natürlich hast du dann eigentlich alle psychologischen Momente auf deiner Seite. Dann muss man aber auch akzeptieren, dass Haching nicht aufgesteckt hat. Dass die Moral haben sie gegen Karlsruhe gezeigt, als sie zweimal zurückgekommen sind. Das ist ihnen heute wieder gelungen. Das ist dann ärgerlich. Aber am Ende bin ich deutlich mehr stolz wie sauer auf das, was wir in den letzten 10 Minuten gemacht haben. Ich glaube, da wäre es irgendwo nachvollziehbar gewesen, wenn wir versuchen, irgendwo diesen Punkt noch mitzunehmen, weil das Momentum war ja schon auf Hachinger Seite. Und in den letzten 10 Minuten haben wir gefühlt 4, 5 Großchancen gehabt, haben uns permanent Standardsituationen erarbeitet, haben klarste Torabschlüsse gehabt und erzielen aus meiner Sicht sogar noch ein reguläres Tor von Keita. Insofern wäre es dann tatsächlich so gewesen, dass wenn eine Mannschaft das Spiel noch gewinnt, dann wir. Insofern, glaube ich, ist der Punkt aufgrund der letzten Phase nicht unverdient, aber wenn man das gesamte Spiel sieht, dann schon ein bisschen schmeichelhaft und dann sollte man mit 10 Punkten aus 4 Spielen in Summe einfach sehr zufrieden sein. Ja, bin ich bei dir. Trotzdem die Frage, was sagt das über den Charakter der Truppe aus? Wenn man eine englische Woche hat, hier, das waren sehr heiße Bedingungen, man ist lange hinterhergelaufen, dann kriegt man so einen Nackenschlag nach einer 2:0-Führung, schnell 2:2 und die Mannschaft arbeitet sich trotzdem ein klares Chancenplus in den letzten Minuten. Was sagt das über den Charakter der Truppe aus? Ja, dass die Mannschaft nicht satt ist, dass sie das hier nicht akzeptiert hat, nach der Führung nur irgendwo diesen Punkt zu ermauern, sondern dass sie irgendwo nochmal alle Kräfte mobilisiert hat. Und ich fand es überragend, so die Reaktion in dieser kurzen Trinkpause. Ich meine, da wäre es ja normal gewesen, dass du nur hängende Köpfe siehst. Da kommt ein Dodo Ernst rausgerannt und schreit zu ich spüre, die sind platt. Und eigentlich wäre die Logik gewesen, hey, Moment, wir haben gerade zwei Gegentore innerhalb kürzester Zeit kassiert. Wir müssen jetzt aufpassen. Ne? Und ich glaube, das sagt eine ganze Menge aus, dass es einfach Köpfe jetzt in dieser Truppe gibt, die dann, selbst wenn sie irgendwo auf der letzten Rille gehen, dass sie dann doch mal Kräfte mobilisieren und dass sie alles raushauen, um hier zu punkten und nach Möglichkeit maximal zu punkten. Und das, glaube ich, hat man dann in der Endphase gesehen. Das war jetzt kein super strukturierter Fußball, sondern es war eine reine Willenskraft, wie sich Robin Scheu nach seinem Tritt, den er da eingesteckt hat, doch nochmal durchtankt bis zum Torwart. Ne? Wie Keita irgendwie gefühlt immer wieder nach einer Auswechslung bettelt und eine Sekunde später schon wieder den nächsten Sprint anzieht. Das zeigt, dass diese Mannschaft schon auch irgendwo Grenzen verschieben will. Und das macht einen als Trainer natürlich sehr, sehr glücklich. Die Fortuna hat in den letzten Wochen sehr viel positive Eigenwerbung betrieben. Es waren noch relativ viele Kölner hier im Stadion bei einer großen Distanz. Wie war es vorhin am Zaun bei den Fans? Super geil. Ja, und auch, glaube ich, eine Honoration der Menschen, dass sie jetzt überhaupt nicht gehadert haben, so nach dem Motto, hey, wie könnt ihr eine 2:0-Führung verspielen, sondern dass da ganz, ganz viel Stolz in den Gesängen mit irgendwo mitzuspüren war.
glaube auch, dass die Fans jetzt ein gutes Gespür haben, weil das, was sie angestimmt haben, ist immer noch ungeschlagen. Und ich glaube, da spüren die Leute, dass hier was wachsen kann, auf das man auch stolz sein kann, dass man gerne supportet. Und ich denke, wenn die Fortuna-Fans heute nach Hause fahren, sich auf eine lange, lange Rückreise machen, dann werden die deutlich mehr Stolz denn Frust mitnehmen aus diesem Spiel. Und das ist dann immer gut, weil dafür spielen wir Fußball. Danke.